Was mich wirklich anzipft, ist, dass wir von 12 Monaten in Österreich fast 8 Monate für die Staatskasse arbeiten. Am 21. August erst ist der Tag des befreiten Staatsallers. Und dass wir Steuern brauchen, allemal. Das braucht das Gemeinwesen, aber so lang und für so viel fragwürdige Dinge wird das Geld ausgegeben. Das zipft mich an. Und deswegen will ich von dir heute schon wissen, welche Steuern, welche Abgaben können wir uns wirklich schenken in Österreich? Deine Meinung bitte einwerfen.